So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Caesars Imperium, ein Spiel in der Welt von Asterix und Obelix. In der Tat finden wir Asterix, Obelix und Idefix nur hier oben als Abbildung, ansonsten haben die mit dem Spiel nicht viel zu tun. Man sieht ja schon so den Schatten Caesars über dieser Landkarte, die hier ausgebreitet ist, und wir spielen halt ja so quasi römische Legionäre, die den Ruhm Roms mehren wollen, indem sie immer mehr Städte ans Imperium anschließen. Und wie gesagt, das Asterix-Thema ist so super latent im Hintergrund. Es ist wirklich ein absolutes Familienspiel, das von den Regeln her mega einfach ist. Wenn man dran ist, kann man einfach hier so Straßen nehmen. Das sind, ja, Minis ist jetzt ein bisschen zu weit, aber es sind halt auch so 3D-Marker, die irgendwelche römischen Legionäre zeigen. Und ne, Dave würde jetzt anfangen. Und dann kann man halt einfach ausgehend von Rom eine Stadt ans Reich anschließen, nimmt sich dann den entsprechenden Marker hier, legt den dann hier auf sein Spielertableau. Außerdem bekommt Dave dann noch diesen Stadtmarker, sammelt den hier auf seinem Tableau. Und am Ende des Spiels würde man einfach gucken, ne, von diesen blauen Städten hier, welchen Marker hat man da? Nur für den höchsten Marker bekommt man dann die aufgedruckten Punkte, sprich, ne, das sind 2 Punkte. Wenn man den Marker hätte, wären das 8 Punkte. Alle anderen Marker wären dann nichts wert. Und hier auf dem Tableau sammelt man zum einen unterschiedliche von diesen Schatzmarkern, die da auslegen. Ne? Wenn ich halt ein Set an meinetwegen 2, 4, 6 unterschiedlichen Markern habe, würde ich dafür 20 Punkte bekommen. Bei den Rubinen würde ich jetzt für den einen nichts bekommen, aber ein Set aus 2, 3, 4 Rubinen gibt mir halt 2, 10 oder 20 Punkte. Das heißt, man guckt hier natürlich, dass man dann eben auch einfach, ne, Straßen anschließt, wo man hier halt entweder unterschiedliche Marker bekommt oder gleiche Marker, um da wirklich viele Punkte rauszuholen. Und jetzt wird noch geguckt, ne? Durchgehende Straßennetz von der angeschlossenen Stadt zur Stadt Rom haben wir hier halt, ne, eine Straße, das gibt einfach 1 Punkt jetzt erstmal sofort. Dementsprechend könnte ich dann eben, wenn ich dran bin, sagen, okay, ne, damit Dave nicht schon 2 von diesen Markern bekommt, könnte ich jetzt diese Stadt hier anschließen. Ich kann entweder ausgehend von Rom halt eine noch nicht angeschlossene Stadt benutzen oder eine Stadt, die schon beansprucht wurde, auch wenn ich da jetzt keine durchgehende Verbindung hin habe. Dementsprechend bekomme ich dann auch diesen Marker hier, ne, leg den einfach bei mir hin, bekomme jetzt hier auch diesen Rubinmarker und habe damit schon mal verhindert, dass Dave hier 2 Rubinmarker bekommt. Aber jetzt gucke ich auch. Von hier nach Rom geht die Verbindung hier durch, also bekomme ich dafür 1 Punkt und Dave bekommt dafür auch 1 Punkt. Und dann wäre Dave auch schon wieder dran und Dave könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass er hier einfach eine Straße hinbaut, von der Stadt hier ausgehend. Dann bekommt er eben auch diese Marker, hat hiermit automatisch beim Blauen schon mal den höchsten Marker und bekommt jetzt hier auch noch so ein, was auch immer das ist, irgendwelche Oliven oder so. Und jetzt hier schon mal 2 unterschiedliche Marker gesammelt, bekommt also am Spielende 2 Punkte dafür und kann jetzt gucken, die kürzeste Verbindung von der Stadt nach Rom, die durch Straßen geht, die schon angelegt wurden, geht halt hier lang, also 1, 2 Punkte für Dave. Und ich könnte dann eben gucken, was ich jetzt mache. Ich müsste im Prinzip schon fast hier zur Stadt hinbauen, denn hier liegt so ein Goldmarker. Ne? Jetzt bekomme ich auch den Stadtmarker. Ich habe hier schon mal die 6 Punkte auf jeden Fall. Gold wird hier unten extra gesammelt. Ne? Da bekommt man halt Punkte, je mehr Gold man hat. Und wenn halt eine Stadt mit einem Goldmarker angeschlossen wurde, bekommt jeder 2 Punkte für seine Route. Also bekomme ich dann eben 2 Punkte dafür. 1, 2. Und Dave bekommt jetzt aber, ne, weil ich ja die Verbindung hier nehmen muss, bekommt er 2, 4 Punkte. Dafür. Hätte ich das nicht gemacht, hätte Dave natürlich nächste Runde das hier anschließen können, hätte dann schon 2, 4, 6 Punkte bekommen. Man muss mal gucken und mal rechnen, ob das dann Sinn macht oder nicht, aber gut, jetzt habe ich halt auch dann dementsprechend diesen Goldmarker bekommen. Wenn ich da richtig viele von bekomme, sind das halt auch echt gut Punkte. Jetzt könnte Dave natürlich sagen, komm, ne, er legt mal diesen Marker hier hin, weil jetzt bekommt er eben auch das hier, damit auch schon mal 3 weitere Punkte, hat jetzt hier nochmal so, ja, Oliven, bekommt also auch schon mal 2 Punkte für, ne, hat jetzt nicht an seinen unterschiedlichen Sets weitergearbeitet, aber er bekommt jetzt ganz alleine 1, 2, 3 Punkte, ne, geht hier so auf 11 vor. Und ich könnte jetzt zum Beispiel einfach hier eine Straße hinbauen, würde dann hier eben jetzt diese 4 Punkte bekommen, hätte hier nochmal jetzt, ne, 2 unterschiedliche Marker, wären also schon mal 2 Punkte und ich würde dann 1, 2 Punkte bekommt, zack, zack, und Dave würde einfach nur 1 Punkt hierfür bekommen. Und wenn Dave jetzt zum Beispiel sagen würde, dass er gerne das hier anschließen möchte, bekommt er halt hier auch eine Münze, ne? Heißt auch wieder 2 Punkte pro Straße, also 2, 4, 6, 8 Punkte, das ist natürlich schon mal richtig fett, er läuft jetzt richtig weg, aber ich könnte dann auch sagen, okay, ne, in meinem nächsten Zug würde ich jetzt, das hier anschließen möchte. Ich meine, ich muss irgendwo Dave da mal in die Quere kommen, aber ich könnte auch einfach hier 2 Straßen hinstellen. Ne? Das ist so eine Verbindung zwischen. Das heißt einfach, ne, bei diesen längeren Strecken muss man einfach 2 Marker auf einmal hinstellen. Jetzt würde ich eben auch hier diesen Marker nehmen. Hätte halt jetzt, ne, bei den unterschiedlichen Teilen auch schon mal 1 mehr, würde also 5 Punkte bekommen und würde hier diesen 3-Punkte-Marker bekommen. Würde jetzt halt 1, 2, 3,
4 Punkte bekommen, zack, und Dave dann dementsprechend nur noch einen. Hat aber natürlich wieder zur Folge, deswegen muss man schon immer ein bisschen das Brett angucken, wie da so die Verteilung ist, weil jetzt habe ich es natürlich zugelassen, dass Dave diese Verbindung hier machen kann und dann legt er den Marker hier hin, bekommt da jetzt eben dann dementsprechend 4 Punkte für am Spielende, für das Gold und hat jetzt hier eben eine Goldstadt angeschlossen, also 2, 4, 6, 8, 10 Punkte. Das sieht erstmal nach einem riesigen Abstand aus, das kann man durchaus noch wieder einholen, aber man muss schon wirklich ein bisschen gucken, ne? Wo muss ich mich hinbauen, dass ich auch wirklich viele unterschiedliche Marker bekomme, dass ich vielleicht sogar gleiche Sets bekomme oder dass ich halt immer für lange Strecken, dass ich jetzt irgendwie hier so lang baue und das dann hier eben auch mache und dann viel mehr Punkte da raushole als Dave, wo dann Dave eben auch gucken muss, okay, ne, macht das für ihn jetzt Sinn, sich da irgendwie anzuschließen? Also das Spielbrett analysieren, gucken, wo stelle ich mich hin, wo stellen sich meine Mitspieler so hin, das macht schon durchaus Sinn. Man spielt das nicht einfach nur so runter, dann wird man verlieren. Schon genau gucken, planen, positionieren ist auf jeden Fall wichtig, weil jetzt könnte ich halt sagen, okay, na, ich gehe hier hin, dann bekomme ich hier jetzt diesen Vierer-Marker. Das heißt, das sind auch schon mal die meisten Punkte in der Region. Ich bekomme jetzt hier noch einen unterschiedlichen Marker, habe jetzt schon mal 9 Punkte und dann bekomme ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte dafür. Also bin ich hier bei 15 und Dave bekommt einen, weil er halt die Verbindung hier noch hat. Und wenn Dave jetzt zum Beispiel sagen würde, ne, er stellt den Marker mal hier hin, dann wäre es natürlich so, er würde jetzt hier diesen einen Punkt bekommen, hätte hier nochmal eine Goldmünze, würde jetzt also 4 Punkte dafür bekommen, ne? Also würde auf 36 vorgehen. Ich würde aber 2, 4, 6, 8, 10, 12 Punkte dafür bekommen und bumm, bin ich auf einmal schon wieder deutlich näher an ihm dran. Und das hat natürlich für mich jetzt zur Folge, dass ich jetzt einfach sagen kann, bam, ich baue mich mal hier hin und ne, bekomme jetzt eben auch hier diesen Goldmarker, wofür ich Punkte bekomme. Dieser Marker hier bringt mir gar nichts, weil der halt nicht der höchste Marker in der jeweiligen Farbe ist. Aber jetzt bekomme ich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Punkte dafür. Das heißt, ich gehe auf 33, 43 vor und Dave bekommt halt nur 4. Das heißt, ne, ich habe jetzt schon also diesen krassen Rückstand auf jeden Fall aufgeholt und ausgebaut. Aber jetzt muss man gucken, was ergibt sich dann noch weiterhin. Na, hier ist noch so ein Goldmarker. Da wird man nicht viele Punkte rausholen. Außer ich könnte mich jetzt irgendwie so rum da irgendwie ranbauen. Aber dann wird Dave wahrscheinlich einfach hier schnell einen Marker hinsetzen. Und Dave könnte jetzt eben auch wieder gucken. Ne, zum einen bekommt er natürlich auch diesen Marker hier, weil er diese Stadt angeschlossen hat, der aber auch nichts bringt, weil ne, die 3 ist halt höher als die 2. Jetzt kann er natürlich gucken, okay, ne, er könnte einfach sagen, er schießt mal, ne, er kann überlegen, ob er die Stadt anschießt für 8 Punkte und noch einen Holzmarker, was ja auch ganz gut ist, oder er schießt diese Stadt hier an, bekommt dann halt diesen Marker, das heißt, er bekommt jetzt 4 Punkte und hat eben auch noch den dritten Olivenmarker und das sind jetzt eben auch schon mal 10 Punkte, also auch da ein Sprung von 8 Punkten, gar nicht so schlecht. Man kann jetzt eben gucken, ob es hier noch so einen Olivenmarker gibt. Das hier ist die Seite für, hier steht es, 2 bis 3 Spieler, für 4 und 5 Spieler nimmt man die Rückseite. Es gibt noch mehr Marker, als die im Spiel sind. Normalerweise soll man einfach von jeder Markerart eine rausnehmen bei weniger Spielern. Man kann aber auch eine Variante nehmen, wo man einfach zufällig irgendwelche Marker rausnimmt, was dann einfach dazu führen kann, dass manche Marker häufiger sind als andere Marker, was natürlich auch nochmal wieder eine neue interessante strategische Komponente reinbringen. Und dann bekommt Dave eben auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte dafür, also zieht er jetzt wieder davon. Und ich muss jetzt natürlich irgendwie schon zusehen, und Dave eigentlich hier gleich auch, dass ich das hier versuche so ein bisschen zu unterbrechen, indem ich dann irgendwie die Verbindung verkürze. Das heißt, ich könnte jetzt zum einen diese Stadt hier anschließen, dann bekomme ich eben auch diesen Vierer-Marker, der mir nichts bringt. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt hier so der weltbeste Zug war, aber habe hier immer nochmal einen unterschiedlichen Marker. Muss ich auch da gucken, dass ich überhaupt alle rankomme und gucken, ob es überhaupt die Marker zweimal gibt. Und wenn es irgendwie einen nur einmal gibt, dass ich den auf jeden Fall bekomme, ne, dann hier wieder die Verbindung nach Rom. Ein Punkt für mich und 2 Punkte für Dave. Das heißt, ich gehe hier vor, er geht da vor. Die Punkte hier während des Spiels gemacht werden, sind natürlich auch nicht entscheidend. Wichtig ist ja, was bekommt man am Ende des Spiels an Punkten, weil jetzt würde Dave vermutlich sagen, dass er nochmal ja, die Stadt hier anschließt und dann bekommt er halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte dafür, geht also auf 55 Punkte vor, bekommt hier eben auch diesen Marker, hat hier jetzt eben nochmal 3 Punkte und ich würde jetzt vermutlich sagen, dass ich mal, was habe ich denn hier, das, habe ich halt leider alles schon, aber dass ich vielleicht einfach mal diese Stadt hier anschließe und dann eben auch diesen Marker hier bekomme. Na, das sind jetzt nicht natürlich so super viele Punkte. Na, ich würde vermutlich sogar nicht die Stadt hier anschließen, sondern ja, die Stadt auch nochmal anschließen. Wäre natürlich doof, aber jetzt kann ich halt verhindern, dass Dave hier ewig viele Punkte macht, weil ich würde jetzt 1, 2 Punkte bekommen und Dave auch. Zack, zack. Und wenn Dave jetzt halt sagen würde, okay, na, er würde jetzt vielleicht gerne die Stadt hier anschließen, sich hier diese 5
Punkte sichern und den Marker hier hinlegen. Jetzt würden wir halt anders zählen, weil jetzt wird es halt 1, 2 und die Verbindung hier wäre jetzt hier länger. Man muss immer die kürzeste Verbindung nehmen. Also wird einfach 1, 2, 3, 4 Punkte bekommen. 61 und ich würde immer noch 1, 2 Punkte dafür bekommen. Abstand wird natürlich trotzdem größer, aber ansonsten wird er einfach noch viel, viel größer werden. Und was ähnliches kann Dave hier natürlich auch versuchen. Er kann versuchen, hier diese Ehre anzuschließen. Die hat er ja noch nicht. Ne? Bekommt dann auch hier dementsprechend den Marker mit einem Punkt. Und jetzt gibt es halt hier 1, 2 Punkte für ihn und 1, 2 Punkte für mich. Aber ich habe jetzt immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ne, ich schließe mal vielleicht die Stadt hier an, bekomme jetzt eben den Marker, habe hier noch einen unterschiedlichen Marker, ist natürlich auch sehr gut und habe dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte, die ich bekomme, zack, bam, bin ich hier und Dave bekommt nur 1, 2 Punkte dafür und schon bin ich wieder dran. Aber wenn Dave jetzt natürlich hier gleich noch eine Verbindung macht, was er jetzt vermutlich auch tun wird, ne, wenn er zum Beispiel sagt, dass er die Stadt hier anschließt, bekommt er hier zwar nichts für, aber er bekommt dann hier 1, 2, 3 Punkte für die drei Städte, die nach Rom führen und ich bekomme eben nur 2 Punkte dafür und jetzt ist halt meine mega super krasse lange Verbindung hier abgeschnitten, weil wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich schließe das Ganze vielleicht mal so rum an, würde mir jetzt hier nochmal diese Empore holen, würde mir hier diesen einen Punkt holen, der mir auch gar nichts bringt, dann würden wir jetzt eben auch nicht hier lang gehen, was ja der super längste Weg wäre, sondern der kürzeste Weg würde hier lang gehen, aber ich würde immer auch Punkte bekommen, 2, 4, 5, für mich wäre ich bei 66, aber Dave würde immer auch 3 Stück bekommen. So, und Dave ist ja hier schon in der Nähe der Holzmarker, ne, kann da auch nochmal irgendwie gut extra Punkte machen, also könnte jetzt einfach hier diese Städte anschließen, würde sich dann dementsprechend diese Marke hier nehmen, hätte da jetzt auch nochmal gut Punkte, würde noch so einen Holzmarker bekommen und hier könnte er jetzt natürlich auch die kürzeste Verbindung nehmen, die einfach sagen würde 1, 2, 3, 4, 5 Punkte für ihn und schon ist er wieder ein bisschen weg. Aber ihr seht, ich komme schon immer wieder ganz gut ran und jetzt muss ich natürlich gucken. Ich sehe ja schon, okay, ne, Dave will sich hier vielleicht auch noch das Holz holen. Kann ich jetzt hier irgendwie noch richtig viele Punkte rausholen? Könnte ich mir vielleicht einfach, ne, Goldmarker gibt es ja gar nicht mehr so viele und wenn ich jetzt da Dave ausgleichen wollen würde, könnte ich mir diesen Marker hier holen. Hätte nochmal einen Punkt und hätte jetzt da eben auch immer 9,9 und würde einen Punkt bekommen. Das ist nicht so die Welt. Da würde Dave jetzt vermutlich sagen, komm, ne, hier zwei Straßenpoints natürlich ganz geil. Hier noch so eine Amphore bekommen, auch ganz gut. Und dann gibt es halt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte für ihn und 1, 2 Punkte für mich. Ich bin also Stand jetzt schon ein bisschen hier weg, aber ich habe hier, na okay, wir haben beide einfach 20 Punkte. Okay, für Dave sieht es einfach gerade welten besser aus. Nehmen wir mal an, das Spiel wäre jetzt zu Ende. Normalerweise geht es so lange, bis wirklich alles angeschlossen ist. Das heißt, die Punktedynamik hier kann sich noch ein bisschen verändern, aber ne, ihr habt jetzt das Grundprinzip verstanden und das ist, glaube ich, auch relativ easy. Wir werden jetzt eben gucken, für unterschiedliche Sets würde Dave hier in dem Fall 20 Punkte bekommen, würde also auf 102 Punkte gehen. Hier hätte er noch ein Zweier-Set, dafür würde es nochmal 2 Punkte geben. Ich hätte einfach nur ein Set aus 20 Punkten, wäre also dann auf 89. Beim Gold bekommen wir einfach beide 9 Punkte dazu. Er wäre also hier bei 13, ich wäre bei 98. Für unterschiedliche Sets, ne, wird er hier, weil er 3 unterschiedliche von diesen Olivenmarkern hat, 10 Punkte bekommen, hier nochmal 2, also insgesamt 12 Punkte für. Dann wäre er bei 25. Ich habe hier nur ein unterschiedliches Set aus 2 Emporen, wofür ich nur 2 Punkte bekommen würde. Und bei den Städten, ne, ich habe das jetzt ja schon mal einigermaßen gut sortiert, ich würde halt dementsprechend hier 4, 10, 14 Punkte insgesamt bekommen, wäre also hier. Und Dave hätte es immerhin geschafft, sich hier 2 Achtermarker zu holen, würde also 16 Punkte bekommen, würde 18 Punkte bekommen, würde 23 Punkte bekommen, wäre dann also dementsprechend hier bei 48 zu 114. Das wäre jetzt schon ein ziemlich krasser Vorsprung, aber wir haben ja noch längst nicht alle Städte hier ausgewertet und da wird was passieren, das ist ja eben gesehen beim Spielen, ne, man kommt immer schon wieder gut ran, aber ne, das spricht ja eben auch schon mal dafür, dass man nicht einfach irgendwie was machen muss, sondern muss zu Spielbeginn schon relativ genau gucken, ne, wie sieht der Plan aus, wo liegen welche Marker, wo schaffe ich es vielleicht mir irgendwie, ne, Zweier-, Dreier-Sets zu holen, oder auch wo gehe ich hin, dass ich irgendwie unterschiedliche Marker hole, wie baue ich die Routen so, dass ich da eben wirklich viele Punkte rausbekomme, oder wo muss ich auch darauf achten, dass irgendjemand anders nicht so krasse Verbindungen hinbekommt, dass er richtig viele Punkte rausholen kann, dementsprechend auch gucken, wo liegen die Goldmarker, muss ich mich da auch irgendwie hinbewegen, muss ich da was machen, also es gibt schon ein bisschen was, worauf man achten muss, aber vom grundsätzlichen Ablauf her ist das Spiel natürlich super einfach, ne, einfach eine oder zwei Armeen auf den Plan setzen, dann eben halt gucken, was bekommt man dafür. Also die Kernmechanik ist super easy. Es gibt
ein Beispiel in der Anleitung, wo man irgendwie durch eine beanspruchte Stadt bauen kann, in der aber zu der keine Straßen hinführen. Ich hoffe, dass es einfach nur ein Druckfehler ist und ich dann nicht bei diesem doch recht einfachen Spiel nicht irgendeine elementare Regel falsch verstanden habe. Aber wenn doch, guckt einfach in die Kommentare, da werde ich das dann anmerken. Wie gesagt, wir sind hier im Familienbereich. Das Ding ist super einfach vom Ablauf her. Man muss halt schon ein bisschen gucken. Wenn ich da die meisten Punkte machen will, dann muss ich halt schon ein bisschen aufpassen, ein bisschen kombinieren. Das heißt, das ist schon nicht komplett banal, weil ich halt viel habe, wo ich drauf gucken muss. Die Sets, die unterschiedlichen Marker, die Armeen, auch die Stadtmarker, dass ich da halt irgendwie dann möglichst viele Punkte bekomme und nicht von irgendeiner Region, wo es irgendwie ganz viele hohe Marker gibt, irgendwie nicht gar keinen bekomme. Dann bekomme ich zwar meistens irgendwo anders irgendwas, aber ob das sich dann irgendwie ausgleicht, muss man gucken. Das heißt, man kann auch immer mal weglaufen punktemäßig. Man kommt in der Regel wieder ran. Das Spiel bietet auch mit mehr Spielern auf jeden Fall eine interessantere Dynamik, als es bei zwei Spielern der Fall ist. Am Ende bekommt auch der Spieler, der am wenigsten Straßen noch übrig hat, auch nochmal 10 Punkte extra. Wenn das bei mehreren Spielern der Fall ist, bekommen alle, die am wenigsten haben, nochmal 10 Punkte extra. Und ja, das war einmal das Spiel. Wie gesagt, mit Asterix und Obelix hat es halt außer dieser Abbildung hier und dass man hier so diesen Schatten von Caesar sieht und man so das generelle Asterix-Thema eben drüber gestülpt hat, nicht wirklich viel zu tun. Also man fühlt sich jetzt nicht wie in so einem Asterix-Comic. Also das Geld für die Lizenz hätte man sich auf jeden Fall sparen können. Ich hoffe, dass das Spiel dadurch nicht irgendwie 5, 6, 7, 8 Euro teurer geworden ist, als es sonst gewesen wäre, weil das halt, wie gesagt, echt sehr, 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 sehr dünn ist. Also irgendwelche Asterix-Fans, ja, kann man damit vielleicht abholen, weil irgendwo unten auf der Schachtel Asterix draufsteht. Aber ja, alles in allem, habt ihr jetzt gesehen, wie das Spiel funktioniert und wisst jetzt eben hoffentlich, ob das ein Spiel ist, das für eure Runden passen würde. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.